Servus zusammen und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nur noch wenige Stunden, dann ist es soweit und EA Sports PGA Tour wird veröffentlicht. Für alle, die Frühbucher sind, und ihr seht es bei mir hier links unten auf meinem PlayStation 5 Desktop, in weniger als 6 Stunden ist es soweit, und zwar am 4. April um 0 Uhr kann es losgehen, dürfen die ersten Bälle geschlagen werden. Alle anderen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Am 7. April ist es dann für diese soweit, rechtzeitig zum Major im Augusta National, nämlich zum Masters. So, und bevor es soweit ist, möchte ich hier in diesem Video noch einige Facts, FAQs mit euch durchgehen, die auf der Webseite von EA zu lesen und zu finden sind. Und ich glaube, diese Informationen sind hilfreich für euch, wenn ihr euch dafür entscheidet, ob ihr das Spiel kaufen sollt oder nicht. Und ihr wisst dann, was euch erwartet. Ansonsten werde ich euch den Link zu dieser Webseite dann natürlich noch in die Videobeschreibung schreiben. Dann könnt ihr euch das alles auch gerne selber noch nachlesen. Fangen wir also an mit den Informationen rechtzeitig zu diesem Termin. Und zwar, welche Kurse werden in EA Sports PGA Tour verfügbar sein? Mit dem Start werden es 30 Plätze sein. Davon sind 28 Original-Golfplätze, 2 sind Fantasy-Plätze. Und die Plätze, die natürlich da zu finden sind, sind bekannt und sind herausragend mit dem Augusta National, St. Andrews, Pebble Beach ist dabei, natürlich TPC Sawgrass, TPC Scottsdale, ein ganz, ganz toller Platz, bekannt für sein Par 3, das im Stadium-Course-Manier komplett mit einer Tribüne umrandet ist, wo immer ganz schön was los ist. Tja, dann sind auch Plätze dabei wie der Kiawah Island Ocean Course, Quail Hollow, Torrey Pines oder natürlich Harbour Town, um hier einige nur zu nennen. Plätze, die also gleich zu Release dabei sind. Weitere Plätze werden dann folgen im Laufe des Jahres. Zum Beispiel auch die Plätze, auf denen die Playoffs des FedEx Cup stattfinden sollen. Und dann sind wir auch schon bei den entsprechenden Events. Natürlich sind alle 4 Majors von Anfang an mit dabei. Da hätten wir natürlich das Masters, was dieses Wochenende stattfindet, die PGA Championship, die US Open Championship und natürlich die Open, die British Open. Dann wird es natürlich auch ein Event geben für unsere Damen aus der LPGA, der Ladies Tour. Da kann man zum Beispiel die Evian Championship spielen. Und die Playoffs bzw. den FedEx Cup habe ich ja schon erzählt. Im Karrieremodus wird da natürlich das Ziel sein, in den Playoffs vertreten zu sein. Und da werden die Plätze für die Playoffs im FedEx Cup noch nachgereicht. Natürlich wird es im EA Sports PGA Tour einen Karrieremodus geben und da kann man sich natürlich seinen Spieler, seine Spielerin individuell zusammenstellen, sowohl was Equipment als auch Ausrüstung und Kleidung angeht. Aber man hat auch die Möglichkeit, Profi-Golfer zu spielen. Hier sind zum Beispiel enthalten Scotty Scheffler, Xander Schauffele, Nelly Korda, Lexi Thompson, Jordan Spieth und Tony Finau und natürlich nicht zu vergessen Hideki Matsuyama. Die nächste Information betrifft die Plattformen, auf denen EA Sports PGA Tour verfügbar sein wird. Natürlich auf dem PC, dann auf den Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Ja, warum? Natürlich ganz klar aufgrund der Entwicklung auf der neuen Frostbite Engine. Jetzt gibt es 2 Wermutstropfen und da müsst ihr dann selbst entscheiden, ob euch das wichtig ist oder nicht. Die eine Frage betrifft das Thema Crossplay und hier ist die Aussage ganz klar von EA, nein, nicht zu Beginn. Aber es werden die Möglichkeiten geprüft und man möchte sich bemühen, dass man auch zukünftig dann die Option hat, im Crossplay mit verschiedenen Systemen gleichzeitig zu spielen. Viel interessanter finde ich dann schon hier die nächste Information von EA, nämlich bezüglich der Frameraten. Und hier ist die Aussage ganz klar, auf dem PC kann EA Sports PGA Tour mit 30 Frames, 60 Frames oder freigeschalteter Framerate gespielt werden. Auf den Konsolen, und damit sind beide gemeint, laufen die Spiele oder läuft PGA Tour nur mit 30 Frames. EA ist sich darüber bewusst, dass natürlich die Spieler hier eine höhere Bildrate sich wünschen, zumal ja die Konsolen das auch hergeben und man wird auch hier, genauso wie beim Crossplay, versuchen, dieses in der Zukunft umzusetzen und mit den entsprechenden Updates dann auch zu veröffentlichen.
So, bei der nächsten Frage wird es jetzt technisch und als Golfer versuche ich hier ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Denn die Frage lautet, was beeinflusst deinen Schlag? Das sind natürlich sehr, sehr viele Faktoren. Natürlich, welchen Schlag du ausführst und welche Form dieses Schlages du ausführst. Natürlich ist es wichtig, welche Neigung das Gelände hat. Das wird deinen Schlag beeinflussen. Auch genauso die Geschwindigkeits- und Spin-Reduzierung im ungünstigen Gelände. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel Gelände wie das Rough, also das heißt, die links und rechts der Spielbahn befindlichen Flächen, die etwas höher gemäht sind. Und natürlich bedeutet mehr Gras, dass man zum Beispiel nicht so viel Spin auf den Ball bekommt. Dann natürlich Faktoren wie Golfer, Schläger und Ballattribute. Damit gemeint ist natürlich während des Karrieremodus zum Beispiel seinen Spieler durch Training oder durch Special Events ein bisschen performen. Und dass man dann die Punkte, die man sich da erspielt, entweder in die Ausrüstung, in die Art der Schläge oder natürlich auch in die Ballattribute stecken kann. Ja, dann logischerweise der Energieschub. Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, mit Booster mehr Kraft auszuüben und dadurch den Ball mehr zu beschleunigen. Dann natürlich, wie der Schwung ausgeführt wird, ist ganz, ganz wichtig, ob er korrekt ausgeführt wird oder ob man eben einen leichten Fehler macht, zu sehr von innen oder außen an den Ball kommt. Das wird sich natürlich dann auch hier bemerkbar machen. Logischerweise natürlich auch die äußeren Verhältnisse wie der Wind, der wird eine Rolle spielen. Dann natürlich die Frage, wie man den Ball spielt, beziehungsweise auch auf welcher Höhe man den Ball spielt. Das hört zuerst sich ein bisschen komisch an, aber ist natürlich logisch. Spiele ich Golf auf Höhe des Meeresspiegels, macht es einen Unterschied, wie wenn ich zum Beispiel in den Alpen spiele. Denn logischerweise, je höher ich komme, desto dünner ist die Luft und der Ball kann natürlich theoretisch weiter fliegen. Ja, dann haben wir noch die Ballreaktion je nach Geländeart und Platzverhältnisse. Das heißt natürlich, es gibt Plätze und das ist ja auch das Besondere am PGA Tour an diesem neuen Spiel, wo ja die Plätze auch unterschiedlich ausgemessen wurden. Es gibt natürlich Plätze, die sind härter, es gibt Plätze, die sind weicher und dementsprechend wird natürlich auch das Ballverhalten, die Reaktion des Balles eben sein auf das Gelände. Ja, das hier die Informationen, die natürlich hier wichtig sind für alle, die dieses Spiel spielen. Genauso auch zum Beispiel die Frage, ist das Wetter im Spiel verfügbar? Und hier lautet eher die Antwort, dass das Wetter natürlich insofern verfügbar ist, dass Kurse, die tendenziell eher bewölkt sind, zum Beispiel in England, St. Andrews wurde hier als Beispiel genannt, dass hier eher mit Bewölkung zu rechnen ist, wie andere Kurse, wie zum Beispiel auf Hawaii oder Ähnliches, da natürlich die Wetterbedingungen wesentlich sonniger sind. Aber das Wetter als solches, bis wie ich vorhin schon sagte, der Wind eigentlich keinen Einfluss auf das Spiel nimmt. Zum Ende des Videos möchte ich noch mal ganz kurz auf den Karrieremodus eingehen, denn wenn ihr euch dafür entscheidet, habt ihr, nachdem ihr euren Spieler kreiert habt, die Möglichkeit, entweder direkt bei den großen Jungs mitzuspielen, das heißt auf der PGA Tour direkt einzusteigen, oder ihr startet erstmal auf der Korn Ferry Tour, was so ähnlich ist wie, sagen wir mal, die zweite Liga, dort wo man eben, wenn man es noch nicht geschafft hat, auf die PGA erstmal spielt, oder ihr fangt ganz, ganz unten an als Amateur auf der Amateur Tour und habt dann dort die Möglichkeit, ich glaube, an zwei Majors teilzunehmen, wenn ihr euch dort eben entsprechend qualifiziert. Das alles ist also eure Entscheidung und so könnt ihr im Karrieremodus entweder wirklich von der Pike auf euch hocharbeiten und natürlich euren Spieler entsprechend auch entwickeln oder, wenn ihr euch das traut, natürlich sofort auf der PGA einsteigen und auf den großen oder an den großen Turnieren teilnehmen. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch noch einige Informationen geben, bevor es losgeht in wenigen Stunden mit EA Sports PGA Tour. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn es euch geholfen hat, eine Entscheidung zu finden, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen oder lasst ein Däumchen da, würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für euer Interesse an diesem Video und darf mich gleich bei euch verabschieden, aber mit dem Hinweis, dass es im Anschluss nochmal das Original PGA Tour Courses
Reveal-Trailer, dass ich den nochmal für euch abspiele. Dann könnt ihr euch nochmal im Original ansehen, wie zum Beispiel die Kurse entsprechend eingemessen, gescannt, vermessen wurden, um dann eben zum Release da auch dabei zu sein. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und, wie wir Golfer sagen, wünsche ich euch ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal. In EA Sports PGA Tour, the tee is yours at 30 golf courses at launch, including some of the world's most prestigious tracks. Each course is designed in stunning quality, so you can immerse yourself in more of golf's finer details than ever before. These picture-perfect golf courses look incredible, but we didn't stop at visual authenticity. We've used a mix of state-of-the-art technologies at the home of the Masters, Augusta National, and the other courses to develop highly detailed terrain maps. This, combined with custom LiDAR helicopter flights for scans at lower altitude and slower speeds, resulted in more data point density and a higher level of realism than scans from publicly available sources. In addition to the course terrain map, this process also produced precise rendering of clubhouses, iconic vegetation, bridges, tee markers, rock formations, and other on-course elements. To be as granular as possible when constructing the courses and designing course dynamics, the development team spent years visiting these prestigious facilities. They walked and played the holes and surveyed with superintendents how the unique conditions at each location presented different challenges throughout each round of golf. From all of that precise data, the team meticulously handcrafted and tuned every aspect of every course for ultimate authenticity. With new lifelike course dynamics, we set out to replicate individual course conditions so each surface plays as accurately to the real thing as possible. Course dynamics ensures two things. First, each course is unique from one another, so no two play or feel the same. Take St Andrews, for example, the home of the 2022 Open Championship. It's a links course known to be fast and firm, and it will play and feel differently than a softer course like Harbourtown. Course dynamics also ensure that the outcome of every golf shot is more lifelike than ever. In combination with Pure Strike's innovative ball behavior, we've designed the game for your golf ball to react differently to unique ground conditions at each location. So, whether you're teeing up for a quick round or competing for a major championship title, we want you to feel like you're really out there on these amazing championship courses, navigating one beautifully challenging shot at a time.